Es ist noch früh am Morgen. Die Herrschaften sind schon wach. Und wir gehen jetzt mal gucken, wo sich unsere Langschläfer befinden. Guck mal, ist das nicht ein süßer kleiner Fratzi? Ist das nicht ein süßer kleiner Fratzi? Und da hinten liegt der Mischa. Guten Morgen, Mädels! Ist das nicht schön? Tor ab, Fico! Ist das nicht schön? Und was die sich schon das ganze Wochenende gewünscht haben. Ist das schön mit euch? Ich komme in meine Schuhe nicht mehr rein. Oh, jetzt habe ich eine Erektion. Ich muss mal im Duschen gehen. Danke! Mahlzeit, ihr Lieben, und wieder mal beste Grüße hier live von der Kaap den Bosch. Wir haben Tag 2, Samstag, und heute sind die Hallen wirklich rappelvoll. Also heute Morgen kurz vorm Einlass standen schon wirklich Menschenmassen an den Toren und warteten darauf, dass die Türen aufgehen. Und das merkt man hier heute auch. Also hier strömen wirklich richtig viele Leute durch die Gänge. Und das ist Messe. Das ist genau das Feeling, was die Leute wollen, was die Kunden wollen, was die Aussteller wollen. Bei unserem Stand, der jetzt im Rücken zu euch ist, ist richtig viel los. Die Leute zeigen Interesse an den Produkten. Und dieses ganze Feeling, was man hier heute wahrnimmt, das ist die Kaap den Bosch. Das ist einfach einzigartig und das sollte man sich auch wirklich nicht entgehen lassen. Ja, du siehst gut aus. Test 1, 2, 3. So, ihr Lieben, wir sind wieder mal am Corderstand, denn auch da gibt es in diesem Jahr wieder eine Neuheit. Und die wird uns der liebe Andreas Hetzmannseder mal zeigen. Natürlich, es gibt nicht nur eine Neuheit, es gibt gleich mehrere Neuheiten, aber kommt einfach mal mit. Ja, wir gehen das zum roten Ständer, genau wie letztes Jahr. Und letztes Jahr haben wir die Kaizen Platinum auf den Markt gebracht und dieses Jahr ist es endlich soweit. Corder hat auf die vielen Nachfragen gehört und wir haben ab sofort, beziehungsweise ab April, wenn dieses Video rauskommt wahrscheinlich, die Kaizen Greens am Start. Und die Kaizen Green sind Routen, die deutlich preisgünstiger sind und trotzdem eine sehr, sehr hohe Performance bieten. Und wir haben diesmal 10 Fuß, 12 Fuß, 12, 6 und 13 Fuß in der Range. Aber lass mal einen Blick drauf werfen. Hier sind die guten Dinger. 10 Fuß Kaizen Green, eine sehr, sehr preisgünstige Route, die ich tatsächlich schon ein halbes Jahr im Einsatz habe und die einfach nur der Hammer zum Bootsangeln, zum Kanalangeln, ja im Grunde zu allem ist, wo es einfach so ein bisschen quick and dirty ist. Außerdem in der Range haben wir natürlich die ganz normalen Modelle in 12 Fuß, 3 Pfund, 3,5 Pfund, sogar 4 Pfund, was ja, ich würde mal sagen, gerade für Krautangeln oder Distanzangeln sehr, sehr gut ist. Und natürlich sind auch die Big Guns am Start, 13 Fuß, ebenfalls in 3,5 und 4 Pfund. Und ich würde sagen, das Ganze zu einem sehr, sehr vertretbaren Preis. Die Routen machen eine sehr, sehr gute Performance und ja, bin schon sehr, sehr gespannt, wie die da draußen ankommen werden. Super, Andi, ich danke dir. Gerne. We'll be right back.
So, hier am Trackerstand zeigt der liebe René uns jetzt mal, wie schnell man das Tempest RS aufbauen kann. Ja, mein Freund, dann gib mal Gas. Was? 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 Alter, leck mich am Arsch. Das war jetzt verdammt schnell. Das waren unter 20 Sekunden. Sieben. Ich hab auch hier extra. Alter. Ich hab abgerutscht. Krass, Leute. Krass. Und ganz ehrlich, die Gelenke, kein Kunststoff, wie viele denken. Nein, das ist GFK. Das Ding ist echt geil. Krass. Hallo ihr Lieben, ja jetzt natürlich auch mal hier ein Feedback von uns selber, was hier an diesem Wochenende am Stand so abgelaufen ist. Wir haben jetzt Sonntagnachmittag, also so langsam neigt sich die Cap den Bosch dem Ende entgegen. Und ich muss wirklich sagen, wir sind mit dem Gesamtwochenende zufrieden. Der Freitag war wirklich sehr ruhig, wo man auch zukünftig mal überlegen sollte, ob dieser Freitag überhaupt noch benötigt wird. Gestern war Messe-Feeling pur. Also das war genau das, was die Cap den Bosch auch ausmacht. Und heute ist wirklich eine angenehme, schöne Stimmung. Es ist viel Kundschaft da, viele gucken mal eben, viele Familien auch anwesend. Also es ist insgesamt eine richtig schöne, ausgeglichene Zeit hier heute. Ja, und bei uns am Stand fand natürlich unser Ferminello an diesem Wochenende ein besonderes Augenmerk. Wir haben auch sehr viel positives Feedback über die Richtung, in die wir gehen, da bekommen. Für alle, die es nicht wissen, der Ferminello war im letzten Jahr unser erster Köder, den wir produziert haben, ohne künstliche Aromen. Also wir setzen beim Ferminello komplett auf ätherische Öle und natürliche Extrakte in Kombination mit fermentierten Getreidemehlen, mit einem gegorenen Tigernussmehl, mit Brokkazell, also mit einem sehr attraktiven Grundgerüst und wie gesagt, keinerlei Aromen. Alles, was im Ferminello vorkommt, ist natürlich. Und die Leute hier an diesem Wochenende waren überrascht über das Ergebnis und wir haben sehr viel positives Feedback auch da bekommen, dass sie gesagt haben, hey, wir finden es gut, dass ihr versucht, von den künstlichen Aromen wegzukommen. Und wir haben ja inzwischen schon mehrere Sorten umgestellt, wie zum Beispiel den Red Spice Fish 2.0, wie den Seafood und natürlich auch den Smoke Krill. Also in diesen Ködern stecken keine künstlichen Aromen mehr drin und daran halten wir fest. Und da geht es auch in diesem Jahr weiter. Aktuell arbeiten wir an einem unserer Bestandsköder. Die ersten Testmuster sind schon gerollt und wir sind auch wirklich begeistert vom Ergebnis, möchten da aber noch an 2-3 Stellschrauben drehen. Ich kann ja schon mal so viel spoilern, dass es sich dabei um den Muscle Insect handelt. Und natürlich gibt es da gerade im natürlichen Bereich extrem viele und auch gute Möglichkeiten, diesen Köder hochattraktiv zu machen und auch ohne irgendwelche künstlichen Aromen herzustellen. Ja, für uns heißt es jetzt auf jeden Fall nochmal Resteabverkauf. Im Moment sieht das Ganze auch sehr gut aus. 1,5 Stunden, 2 Stunden geht die Messe noch. Dann verabschieden wir uns hier, freuen uns natürlich schon wieder auf das nächste Jahr. Jetzt allerdings erstmal auf die Messe in Magdeburg.
Ja, und ich hoffe, dass wir uns da sehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal jetzt ein gutes Jahr 2024. Wir befinden uns ja noch im Januar. Und ich hoffe, dass wir uns auf einer der Messen wiedersehen. Vielleicht auch im nächsten Jahr, hier bei dieser unfassbaren Stimmung, wenn es wieder heißt Cap den Bosch. Ich bin raus. Bis dahin. Wir wissen nicht, ob man es hören kann. Wir haben gerade eine wichtige Diskussion. Dürfen wir uns die Brötchen jetzt nehmen oder müssen die geliefert werden? Ich glaube, wir dürfen sie nehmen. Und an der Stelle nochmal zwei Aufrufe. Nico Burkhardt, Malte Mittelhoff, suchen wir auf der Messe. Nein, bitte. Jetzt kostet Herzblatt. Hier am Block nachher zu sehen, da sind die Adressen und Telefonnummern. Ja, eingeblendet.